Willkommen zu einem weiteren Tutorial mit mir. Mein Name ist Crafty Jojo und ich bin unabhängige Stampin'Up-Beraterin in England. Und dieses Tutorial heute mache ich mal ausnahmsweise wieder in Deutsch und auch in Zentimeterangaben, damit auch meine deutschen Fans nicht zu kurz kommen. Ich erzähle mal eben kurz den Engländern, was hier los ist. So, welcome to my English-speaking friends. Don't worry about this tutorial. I'm going to provide you with the measurements in inches as well. I will probably create a little PDF file that is free to download, free of charge, of course, so you will be able to follow it. So, but I'm going to do this tutorial in German for my German followers because most of my tutorials have been in English so far, so I just want to keep the Germans happy as well, so sorry for that, but today it's gonna be German. So, da bin ich wieder. Also, das ist diese Karte hier, die habe ich Kuckuck-Karte oder auch Peekaboo-Karte oder auch Kuckuck-Karte genannt. Wenn man sie an beiden Enden zieht, öffnet sich das so und dieses Medaillon kommt raus und die finde ich sehr schön. Das hier war der erste Prototyp, den ich gemacht habe und das hier ist jetzt eine etwas abgespeckte Version. Da habe ich diese Quaste weggelassen und auch die ganzen Perlchen habe ich weggelassen und natürlich auch ein anderes Farbschema genommen. Es muss nicht immer so opulent sein, es geht auch einfacher. Und was hier ganz süß ist, hier steht jetzt, to think of you is to smile. Und da steht dann, let's be friends forever. Ist eigentlich auch eine ganz süße Freundschaftskarte. Und wir machen heute genau dieses Modell, aber in anderen Farben. Und zwar zeige ich euch kurz, was ihr brauchen werdet. Wir brauchen das Stempelset aus der Orient Palace Serie, das heißt in Englisch Eastern Beauty. Und natürlich auch unsere Stanzen. Das Stanzenset hier in Englisch, warte mal, falsche Seite, heißt Eastern Medallion Thin Lid Dies. Und ich habe zusätzlich noch zu den verwendeten Stanzen meine Zirkelstanze, also Kreisstanze dazu genommen, weil wir das Medaillon ganz rausnehmen. Ich möchte es nicht nur im Karton haben, sondern rausnehmen können. Gut, dann braucht ihr zwei Stück Farbkarton, Bastelkarton. Und zwar messen die 18 cm mal 10 cm, zwei Stück. Dann braucht ihr euer Designerpapier. Da habe ich jetzt dieses hier genommen. Und das misst 14,5 mal 9,5. 14,5 mal 9,5 cm. Und das hier ist in Very Vanilla. Könnt natürlich auch weiß nehmen, die Stempelkarte, auf der gestempelt wird, das Design gestempelt wird und die ist etwas kleiner als unser Designerpapier, 14 mal 9 cm. Des Weiteren habe ich schon vorgestanzt mein Medaillon und eine in Very Vanilla, also zwei Kreise, weil wir einen zum Abdecken der Rückseite dann auch nochmal brauchen. Okay, das ist schon vorbereitet. Dann braucht ihr einen Rest, entweder weißes oder blaues, also hier Very Vanilla oder das Blaue, weil wir hier unser Sentiment, also unseren Gruß hier ja noch drauf ausstanzen. Und dann braucht ihr den Arm, der also hochfährt und euer Medaillon hält. Und das misst 11 cm mal 2 cm in der Länge. Und das, ach so, und dann müsst ihr noch zu Costa Coffee gehen. Costa oder auch Starbucks, die haben diese langen Umrührhölzchen und davon braucht ihr eins, weil das wird als Verstärkung von hinten gegengeklebt, damit der Arm hier nicht so hin und her wabbelt, ja. Und ich habe das jetzt hier, das ist die schöne Version. Wenn das klebt, klebt er von hinten nochmal einen drauf und so sieht es aus, wenn es nicht drauf geklebt ist. Das finde ich persönlich nicht so schön, aber ich habe es jetzt extra so gelassen, damit ihr es sehen könnt. Wir kleben also nachher hier noch einen Pinöckel gegen, okay? Ein Pinöckel, ich meine natürlich einen Kreis. Okay, so, dann fangen wir mal an. Es gibt nicht viel zu tun. Die Karte ist sehr... Oh, jetzt fallen die anderen um. Bleibt mal stehen jetzt, Jungs, hier. Wir fangen jetzt mal an. Zu den Medaillons gibt es nicht allzu viel zu sagen. Jeder, der das Set hat, weiß, wie vielseitig es ist. Ich bevorzuge hier dieses, weil, wie gesagt, ich, aber ihr könnt eben halt wählen, ob ihr diesen Einsatz nehmt oder diesen. Und die beiden Mitten sind nicht unbedingt nötig, denn wir kleben ja nachher hier sowieso unser Sprüchlein drauf. Insofern habe ich mir das jetzt gespart. Ich habe also nur so gestanzt, ja. Aber wenn ihr zum Beispiel sowas hier machen wollt, da empfiehlt sich natürlich dann auch eins von den inneren Teilen mit einzulegen und das mit auszustanzen. Aber da wollte ich auch noch was zu sagen. Und zwar manchmal passiert es ja, also ist mir jetzt vorhin auch beim Vorbereiten für das Video passiert. Guck mal hier, habe ich schief gestanzt. Mir ist die Kreisschablone verrutscht, weil ich meine magnetische Unterlage nicht benutzt habe. Und dann habe ich gedacht, oh, so eine Kacke. Aber dann habe ich gesagt, nee, gar nicht, weil kann man ja auch noch benutzen. Und zwar
ist mir da gleich eingefallen, weil ich arbeite auch gerne mit Federn. Wenn ich mir hier so eine fluffige Feder drauflege und hier noch eine daneben, so vielleicht, ja, jetzt mal eben ganz schnell improvisiert und stanze mir noch einen Kreis aus und befestige den hier, dann habe ich auch eigentlich ein schönes Medaillon. Mich erinnert das so ein bisschen an V. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich würde ich mir jetzt hier noch so einen V-Kopf ausschneiden und draufmalen. Und dann könnte man das auch als ein schönes Ornament, also als Vogel V oder so benutzen. Gehört aber nicht zum Tutorial, ist nur ein kleiner Einwurf, um euch zu zeigen, ich werfe nichts weg. Ja, also auch falsch ausgestanzte Sachen hebe ich auf. Man weiß nie, wenn man genau so was mal braucht. Des Weiteren verwende ich meine 1,75-Inch-Kreisstanze. Was das jetzt bei euch in Deutschland ist, in Zentimetern Visischnitt. Also ist jedenfalls die zweitgrößte, die derzeit zu haben ist. Und der ist retired, also den gibt es nicht mehr zu kaufen, aber den brauche ich wegen diesem hier. Ihr könnt natürlich auch mit einer Lochstanze ein Loch machen. Das wird nur gebraucht, um hier euer Band durchzufädeln. Wenn ihr die nicht habt, müsst ihr improvisieren. Keine Ahnung, reinbeißen, irgendwas, Loch machen. Ich fange jetzt mal an. Ich habe keinen Platz mehr hier. Junge, Junge, Junge. So, also. Wir brauchen erstmal unseren Papiertrimmer und wir müssen mal eben kurz hier unsere Falzlinien ziehen. Es sind nur zwei Falzlinien und zwar einmal bei 1,5 cm und einmal bei 3 cm. Ich lege also hier links an, sorry, rechts. Ja, das ist alles, was ihr macht. Auf beiden Seiten 1,5 und 3 cm. Das ist die ganze Falzarbeit. Zack, zack. Papiertrimmer kann weg. Könnte auch schon falten und zwar einmal nach innen und einmal nach außen. Und dann auch wirklich, habe ich schief angelegt. Bisschen schief, guck mal, da habe ich geschlunzt. Habe ich schnell gemacht, schnell, schnell, weißt du? Und habe ich mich selbst hier schon wieder ausgetrickst. Ist aber egal, korrigiere ich gleich. Zeige ich euch auch, wenn sowas passiert, was die Tante Ute dann macht. Weil Ute ist mein wirklicher Name. Ich heiße nur für die Engländer Josephine, weil die Ute nicht können. Aber ist ja egal. Okay. Richtig schön feste drücken. Dann mal anprobieren, ob der Schuh passt. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier schief gedingst habe, passt der Schuh hier nicht optimal. Aber das korrigiere ich nachher nochmal schnell. Zeige ich euch auch, wie ich das mache. Okay, das können wir jetzt erstmal weglegen. Beziehungsweise wir können die erste Klebung hier schon machen. Und zwar auf diesem Streifen. Kleben wir mit Tombow. Meine Tombow-Flaschen sind immer leer. Das ist echt nicht mehr schön. Okay. Und ich setze die so an. Und dann drücke ich mal kräftig. So. Ja. Ja, habe ich wirklich nicht schön gefalzt, aber gut, korrigiere ich nachher noch. Ja, gut, okay, das setzen wir jetzt mal weg. Und dann geht es weiter hier mit unserer Stempelage. Und zwar habe ich zum Stempeln mir schon auf meine Blöcke gesetzt. Einmal, wir brauchen diese große Blume. Dann brauchen wir beide Sprüche. Wie die bei euch auf Deutsch heißen, weiß ich nicht. Ich habe eben halt hier beide Sentiments. Und dann brauchen wir hier die kleinen Fuzzis alle. Und den brauchen wir. Und ich fange an. Ach so, und ich habe noch nicht gesagt, in welchen Farben ich stempel. Weil mein Cardstock hier, mein Bastelkarton ist ist Tempting Turquoise. So, deswegen nehme ich denselben, das dazu passende, farblich passende Inkpad. Und Lemon Lime and Twist aus den neuen Farben ist eine verwegene Farbkombination, aber ich mache das jetzt mal einfach. Und ich fange mal an mit den blauen Stempeln. Und das ist unser Cardstock hier, also unser Stück, das vorne drauf geklebt wird. Da packe ich mal Farbe auf meinen Stempel und setze mir den. Ihr könnt den, wo ihr wollt, im Prinzip hin verteilen. Macht keinen Unterschied. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was ich in Gelb mache. Die Blume mache ich in Gelb. Das heißt, ich stempel hier mit diesem Ding. Diese, Entschuldigung, kleine Blüte. Und weil ja hier überall diese
Punkte rausgehen, müsst ihr einen relativ großen Abstand zwischen den einzelnen Dingern lassen, wenn ihr die jetzt aufstempelt. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, beziehungsweise mein Heuschnupfen quält mich. Ich glaube, dass ich hier langsam so eine Art Asthma entwickle, allergisches Asthma. Ich habe immer so ein, naja, könnte schlimmer sein. Das ist das und jetzt müssen wir mal kurz wechseln. Da muss ich den mal eben hier kurz, weil ich habe nicht genug Blöcke. Das ist auch noch so ein Problem. Ich bin eine neue Beraterin und ich bin noch nicht ganz ausgerüstet. Dann nehmen wir den hier und stempeln hier unsere sternförmigen Fortsätze. Im Prinzip in jede Lücke, die sich auftut. So, das geht ganz schnell. Ich stempel ja gerne, mir macht das ja Spaß. Mein Mann sagt immer, dass du da Nerven für hast, für die Fizzles arbeiten. Aber der schneidet andauernd im Garten, versucht ja irgendwelche Schuppen zu bauen, kauft Holz im Baumarkt wie verrückt und verschneidet das dann alles. Und am Ende steht nichts fertig da. Ist alles nur überall lichtverschnittenes Holz. Ich sag da nichts mehr zu. Ich gehe lieber stempeln. Kriegen wir sowieso Krach, wenn ich da was zu sage. Also kann ich mir auch sparen. Kennt er bestimmt auch, habt auch solche Männer. Manchmal schafft er auch was, ja. Zufälligerweise passen dann auf einmal zwei Verschnitte zusammen. Dann baut er da was draus, aber der baut eigentlich fast nie das, was er bauen wollte. Wird immer irgendwas anderes draus. Der ist auch immer am Improvisieren. So, hier muss ich natürlich dann jetzt auch, also ich stempel hier mit über den Rand. Tu so, als ob da noch Karte wäre, damit das so aussieht, als ob die Sterne wirklich da rauslaufen. Hier muss ich noch, die zwei werden sich jetzt treffen. Wenn du jetzt so wie hier, da ist jetzt Ermessenssache, hier verzichte ich jetzt drauf, weil wenn ich hier die Pünktchen reinsetze, dann liegen die genau übereinander. Das sieht blöd aus, das mag ich nicht. Also lasse ich das jetzt so und tu das mal weg. Und jetzt geht es weiter hier mit unserem schönen Lemon Twist. Und für meinen Lemon Twist nehme ich meine wunderbare Blume, meine Blume. Und die stempel ich mir hier. Und eine, oh je, und eine hier. Und hier guckt eine gerade noch so ins Bild. Mehr geht nicht, weil ich mir hier so viel Platz weggenommen habe. So fällt jede Karte immer ein bisschen anders aus. Macht ja aber nichts. Und jetzt stempel ich weiter mit diesem kleinen Blümchen hier und stempel mir hier überall diese orientalische Verzierung rein. Die finde ich auch sehr hübsch. Und da stempel ich dann auch über den Kartenrand weg, so wie jetzt hier, damit das aussieht, als ob es ununterbrochen ist. Hier wäre jetzt auch eine, die würde da jetzt so reingucken, deswegen habe ich die da hingesetzt. Aber ist hier Geschmackssache. Wer das nicht kann oder will, der lässt es halt bleiben. Macht ja nichts. Macht alles nichts. Macht alles nichts. Wenn ich für jedes macht ja nichts einen Euro kriege, bin ich nach dem Tutorial reich, wa? Okay. Jetzt sind wir fast fertig. Ich wechsle mal eben kurz. Hier, der Block ist blau. Dann bleibe ich auch bei dem blauen Block. Pappe ich mir das hier drauf. Jetzt müssen wir noch innen in der Blume. Hier in blau wieder. Das ist dieses hier. Ich habe schon ganz dreckige Finger. Also, ich stempel ja gerne, aber das ist ja manchmal echt eine ganz schöne Sauerei. Wie meine Finger dann aussehen. Vor allen Dingen, wenn man nicht genug Blöcke hat und zwischendurch wechseln muss, dann muss ich auch immer aufpassen, dass ich mir nicht mein frisch gestempeltes Ding hier versaue, weil ich mit einem farbigen Pfötchen da drauf gelangt habe. Das ist natürlich mega ärgerlich. So, also das gefällt mir auch gut, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr die Farbkombi findet. Wenn ihr die blöd findet, dürft ihr das für euch behalten. Braucht ihr in die Kommentare nicht reinschreiben. Ihr könnt ja dann für euch selber eigene Farbkombinationen finden.
So, oh, hier habe ich einen vergessen. Hier, das Eckchen da kriegt auch noch einen. Und zwar mache ich das mal, warte mal, muss ich zielen? Ja. So, das ist jetzt mein Frontpanel, wie der Engländer sagen würde. Und jetzt muss ich mir natürlich noch mein zweites Sentiment, also meinen zweiten Gruß hier in Blau stempeln. Und dafür brauchen wir hier unseren Rest beliebiger Größe. Muss nur groß genug sein, um den Kreis auszustanzen. Und da stempel ich dann jetzt mal Let's be friends forever drauf. Und jetzt mache ich das mal schnell zu, bevor ich hier noch mehr in der Farbe wühle. Und jetzt kommt unsere Lochstanze zum Einsatz. Das ist diese hier. Und da stanze ich mir das mal aus. Das war's auch schon. Für mehr brauchen wir die nicht. Und jetzt sind wir schon fast so weit. Okay, jetzt geht es schon ans Zusammenbauen. Und zwar können wir jetzt unser fertig gestempeltes Frontpanel mit Tombow aufkleben. Das mache ich so. Dann kann man das noch ein bisschen hin und her schieben. Das gefällt mir ganz gut. Nächstes, was wir machen, ist, wir kümmern uns jetzt mal hier um die Seite, die wir schon zusammengeklebt haben. Da brauchen wir hier unseren Punch. Das hier mache ich nach Augenmaß, mittig ungefähr. Das wird nicht hundertprozentig, aber ich habe jetzt keine Lust nachzumessen. Da kommt nachher unser Ribbon rein und auf der anderen Seite, wenn die zugeklebt ist, machen wir das genauso. Was jetzt kommt, ist ein bisschen wichtig. Da müsst ihr genau aufpassen. Der kleine Streifen, 11 mal 2 cm, den legt ihr euch euer Lineal hin. Braucht dann einen Bleistift. Und dann macht ihr folgende Markierungen. Ihr legt hier, warte mal, ihr legt hier bei 0 an, ja, und macht euch nur mit eurem Bleistift bei einem halben Zentimeter einen Punkt auf der unteren Kante. Dann dreht ihr das Ganze um 90 Grad, legt wieder bei der 0 an hier und macht euch einen Punkt bei 1 Zentimeter. Und dann dreht ihr nochmal um 90 Grad weiter. Und jetzt legt ihr diese Ecke bei 1,5 an, bei 1,5 und macht euch hier, wo die Skala anfängt, einen Punkt. Jetzt habt ihr hier, das ist euer Ergebnis, habt ihr hier 3 so knuffige Punkte, ne? Und jetzt nehmt ihr die Schere und jetzt schneidet ihr von diesem Punkt zu dem, das müsst ihr frei Hand, frei Schnauze machen. Okay, schneidet ihr die Ecken ab und hier von dieser Ecke zu der Ecke das gleiche. So, jetzt habt ihr eine seltsame Form und fragt euch, hä? Was macht die denn da, die Frau aus Engelland? Ich zeige euch, was ich mache. Als nächstes nehme ich mein Lineal und mein Scoring-Tool. Also dieses Ding, was ihr zum Linienziehen benutzt. Verbinde diese Ecke mit dieser und dieser. Ja, kann man so besser sehen, ja? Ich mache mir hier eine Falzlinie hin. Könnt ihr auch auf eurem Falzgerät machen, auf dem Papiertrimmer. Ich mache das jetzt so. Und diese Ecke, die klappen wir um und nehmen unser Falzbein und geben der wirklich ordentlich Druck. Die muss platt wie eine Flunder sein, okay? Das ist, was ihr braucht. Und dieses Teil hier wird innen in eure Karte reingeklebt. Und zwar auf der Seite, die ihr schon zugeklebt habt. Hier auf diesem Stück, ja, warte mal, könnt ihr das sehen? Hier ist ja zusammengeklebt und dieses Stück hier, auf diesem Stück wird dieses Ding angeklebt. Und zwar beim Ankleben, diese Ecke, die ist hier auf der rechten Kante und diese Ecke auf der linken. Das heißt, ihr klebt das bitte nicht so und auch nicht so, sondern ihr klebt wirklich so, dass eure Kanten mit den Falzlinien übereinstimmen, okay? Und zwar circa 1,5 cm von da oben runter. Könnt ihr natürlich auch super genau nachmessen, mache ich jetzt aber auch nicht, weil ich weiß aus Erfahrung, dass das auch klappt, wenn man das nur ungefähr macht. Bisschen nassen Kleber drauf.
Und dann ungefähr so anderthalb, 2 Zentimeterchen reichen. Es ist richtig, dass das nach unten zeigt. Kleben wir hier unser Haltebeinchen rein und drücken das wirklich ganz dolle gut an. Jetzt habe ich jetzt beim Andrücken verschoben. Das ist nicht die Mutter der Nationen. So, okay. Okay, so, wenn ihr nämlich jetzt zieht, tada, da seht ihr schon, dass der Mechanismus klappt, obwohl die Karte noch gar nicht zusammengedingst ist. Aber wir machen hier gleich fröhlich weiter mit Kleben. Als nächstes klebe ich hier mein ausgestanztes Medaillon, auch mit Nasskleber. Auf meinen Kreis. Okay. Das sieht dann so aus. Und jetzt wird der Kreis, wenn bevor ihr müsst die Karte flach offen vor euch hinlegen und natürlich müsst ihr darauf achten, dass, weil die Karte, wenn sie zusammengefaltet ist, also quasi platt ist, so, wenn die Karte so ist, dann ist diese Seite hier eingedrückt. Wenn ihr jetzt das Medaillon bis hier klebt, dann könnt ihr, wenn ihr die Karte so klebt, kann ich euch jetzt schon sagen, wird nicht funktionieren. Ihr müsst also darauf achten, dass dieses Ding hier freigehalten wird. Und ihr müsst auch einen gewissen Abstand nach hier oben lassen. Wenn ihr nur bis ganz an die Kante geht, wird euch hinterher, weil die Karte etwas aufspringt, immer ein Stückchen rauspiepen. Das ist hier der Fall bei der grünen Karte. Da seht ihr das. Da habe ich das nicht tief genug geklebt. Den Fehler habe ich hier bei der lilanen Karte korrigiert, weil, wie man sieht, selbst wenn die Karte keinen Druck hat, kann man nichts hier oben sehen, weil ich das da tiefer reingeklebt habe. Also hierauf achten und hier auf die Tiefe achten. Und dann einfach nur, ich mache mal hier den Nasskleber drauf, euer Medaillönchen ankleben. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Schuh passt. Ja, das funktioniert. So, das ist natürlich jetzt noch nicht fest, aber wie ihr gesehen habt, ist das auch noch ein bisschen wabbelig und da kommt jetzt euer Costa Besuch ins Spiel. Habe ich das jetzt gerade verschoben? Don't tell me I moved it. Ne, alles klar. Okay. Augenmaß. Ungefähr hier. Schere nehmen. Schräg abschneiden. Weil ist ja hier auch schräg. Ne? Holzkleberchen. Verstärkung aufkleben. Oh, bin ich doof oder bin ich doof? Sag mal jetzt nichts. Sagt mal nichts, Leute. Hast gesehen, was da verkehrt war, ne? Wieder nicht aufgepasst. Ja. Da ist immer lustig, wenn ich bastel. Ich habe immer solche klitzekleinen Baupannen. Okay, also wir kleben das hier an, muss einen Augenblick festhalten. Und jetzt kommt eben aus optischen Gründen, damit das schöner ist, von hinten der zweite Kreis auch nochmal drauf. Und den klebe ich jetzt auch sofort. Was wir hinter uns haben, haben wir hinter uns. Da muss man ein bisschen fummeln, dass der wirklich deckungsgleich liegt. Aber auch da wieder Vorteil Nasskleber. Lässt sich alles noch schieben und richten, bis wir das so haben, wie wir das brauchen. Dann lege ich mir das nochmal flach. Und drücke hier nochmal gut nach. Ohne jetzt natürlich meine Kleberüberschuss, aber wir haben ja hier den Radierer. Da radiere ich meinen Kleber, den ich hier gerade drauf geschmiert habe, einfach wieder mit weg. Okay. So. Jetzt haben wir hier schon gute Fortschritte gemacht. Das Ding verschwindet komplett in der Karte und wenn ich ziehe, kommt das auch schön hoch. Und jetzt können wir hier die zweite Seite zukleben. Auch hier gilt. Und hier muss ich jetzt natürlich mit Absicht schief kleben, um dann anschließend, weil ich habe meine Karte nicht ordentlich gefaltet, ganz am Anfang bei euch. Ihr macht das natürlich picobello. Ist das dann 100% passgenau? Bei mir jetzt leider nicht, weil, wie gesagt, habe ich ein bisschen gesaut. Und dann drücke ich mir meine Karte zusammen.
Dann muss ich mal gucken. Das mache ich am besten off-camera, sonst lacht ihr euch kaputt hier, wenn ihr seht, wie ich hier rumwurstel. Dann nehme ich die lange Schere für. Wo ist die? So. Mit diesem kleinen Fehlerchen da oben kann ich leben. Wobei, das korrigiere ich auch. So, jetzt habt ihr gesehen, ich koche auch noch mit Wasser. Und jetzt ist die Karte fast schon soweit. Was wir jetzt hier machen können, ist unsere Stanze nehmen. Hier zweite Seite. Okay. Und dann können wir hier, ach so, hier kommt unser Friends Forever. Und auch wenn er das jetzt aufklebt, also das klebe ich immer auf, wenn die Karte ausgefahren ist, denn wenn er das aufklebt und die Karte ist eingeklappt, dann verdreht sich das natürlich. Ich will aber, dass man das gut lesen kann, wenn das rauskommt. Und um das aufzukleben, benutze ich hier diese Schaumstoffdinger. 2, 3 Stück werden reichen, mehr habe ich eh nicht mehr. Muss ich gleich hier schon wieder Fremdware nehmen. 1, 2, 3 wird es tun. Pappe ich mir mein Sentiment auf meine Karte oben drauf hier. Okay. Schön gerade. Karte gerade. Und zielen. Und Punktlandung hinlegen. Sieht ja schon mal gut aus. Jetzt, was noch fehlt, ist hier unser Panel. Und bevor ich das aufklebe, das lege ich auch hier auf Schaumdinger. Muss ich mal eben kurz hier schnell noch meine beiden Bänder einfädeln. Und zwar, auch da gibt es einen Trick, weil das ist ja ein relativ breites Band. Wenn ihr die Schlaufe so legt, dass das deckungsgleich ist, dann habt ihr hier einen krumpeligen Umschlag. Wenn ihr das Band aber so legt, als ob das so, kennst du von Brustkrebs diesen Ribbon, diese Schlaufe, so, ja. Wenn ihr das so legt, dass das hier schon quasi umgebogen ist, dann könnt ihr hier durchfädeln. Muss ich mal zielen. Normalerweise nehme ich da Pinzette für, weil ich bin ein bisschen grobmotorisch veranlagt. Muss ich auch Pinzette nehmen, ich kann das nicht ohne Pinzette hier. So, warte mal. Sag mal. Vorführeffekt. Habe ich jetzt schon, weiß ich nicht wie oft gefädelt, aber heute klappt das nicht. Naja, okay. So. Und dann habt ihr das hier, war vielleicht ein bisschen kurz, war? Habt ihr das hier schön sitzen. Und das machen wir schnell noch auf der anderen Seite. Muss ich auch so ein kurzes nehmen da. Also denkt dran, quasi so, ja. Und dann von hinten nach vorne, nicht von vorne nach hinten, sonst liegt es genau verkehrt herum. Ich schaue da durch. So, hier hat das doch jetzt bilderbuchmäßig geklappt. So, und dann habt ihr das jetzt hier. Und jetzt fehlt nur noch die Karte. Und jetzt muss ich leider, weil ich keine Dimensionals mehr habe. Ne, ich habe mal welche. Sonst hätte ich gerade gesagt, ich muss jetzt leider hier mal No Name aus dem Bastel-Großmarkt nehmen. Aber ich habe. Ich baller immer alles voll hier. Aber ich finde, das ist auch nötig bei so einem großen Stück Papier. Wenn da nur 2, 3 drunter kleben, das ist doch blöd. Wenn ich schon vorne nicht so volle Pulle dekorieren darf, weil ein bisschen abspecken musste, dann haue ich wenigstens ordentlich Dimensionals drauf. So, und dann wird das hier aufgeklebt und dann ist die Karte fertig, Leute. Wenn nach mir ginge, würde ich dann natürlich jetzt noch Strasssteinchen und Halbperlen und Quasten und hast du nicht gesehen, alles drauf machen, aber oh, komm schon. So. Tada. 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 Tada.
Oh, sag mal. Der will nicht. Der will mich nicht verlassen hier. Ist doch immer das Gleiche. Einer streikt immer. So. Jetzt aber aufpassen, ne? Nicht, dass du das jetzt aus Versehen upside down hast, also verkehrt herum. Wir wollen, dass das schön gerade ist. Und deswegen muss ich jetzt mal zielen. So. Naja, habe ich mich wieder ein bisschen verzielt, aber ist egal. Ist eine Handarbeit. So, damit ist die Karte fertig. Wenn man jetzt hier zieht, zack, taucht Let's Be Friends Forever auf. Und ich habe dann eigentlich noch hier aus Pergamentpapier dann hier noch so einen Umschlag gemacht. Der ist einfach nur aus Pergamentpapier und hat die Breite der Karte und ist einmal drum gewickelt. Ja, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet alle Links in der Beschreibungsbox von diesem Video-Tutorial. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr in meinem Shop was bestellt. Auch wenn ich in England bin, kann ich nach Deutschland liefern, weil Stamping Up in Deutschland auch vertreten ist. Und ja, würde mich sehr freuen über eure Kommentare, wie ihr die Karte findet. Kuckuck, let's be friends forever. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag. Tschüss.